Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Und wahrscheinlich auch, ja, wie soll ich sagen, zur letzten Folge in dem Game. Weil, ich muss zugeben, ich habe jetzt ein Offscreen ein bisschen gespielt und ja, habe jetzt die ganzen Nebenmissionen so noch erledigt. Also, ja, die von den Tafeln, die Quests noch erledigt und ein paar Kultisten noch erledigt. Und ich habe mir natürlich das jetzt noch ein bisschen aufgehoben. Und zwar müssen wir heute noch zwei Quests erledigen, damit wir, ihr habt es wahrscheinlich schon im Videotitel gelesen, bis zur Platin-Trophäe, damit wir heute Platin schaffen im Spiel und somit ist es auch für mich dann erstmal abgeschlossen. Also zumindest das Hauptgame ist dann abgeschlossen und ich muss dann schauen, wann ich mit Assassin's Creed weitermache. Ob ich weitermache, weiß ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall dann für mich persönlich erstmal durchgespielt und ich kann mich dann auch wieder, ja, vielleicht ein paar anderen Projekten widmen, wo ich auch schon Bock drauf habe. Ich zeige es auch nochmal kurz in meiner Trophäensammlung. Ach, das mache ich dann. So, 95% haben wir und ihr seht, ich bin eigentlich schon ziemlich durch. Es fehlt jetzt nur noch die Kultisten und die Sphinx fehlt uns noch. Den Rest haben wir alles erreicht. Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Und zwar würde ich sagen, fangen wir mit der Sphinx an. Ich sag's gleich dazu, Leute. Egal, wie lange das heute dauert, das wird jetzt nur noch eine Folge werden heute. Und ich hoffe mal, dass ich das alles auf eine Folge natürlich mache und ich mache es natürlich auf eine Folge, also die könnte ein bisschen länger gehen heute oder auch nicht, ich weiß es nicht, vielleicht sind wir eine halbe Stunde schon fertig und ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. So, gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ins Menü, wir schauen die Quests an, die Weisheit der Sphinx, mit den Informationen von Pythagoras konnte Cassandra nach Biotien reisen, um jenes Artefakt zu finden, das angeblich von der legendären Sphinx verborgen wurde. Sprich mit Gorgias. So, wir markieren uns den schönen Herr mal. Dann schauen wir doch mal, wo der ist. Biotien ist hier. Er ist im südlichen Teil der Korpessee. Also der muss dann hier irgendwo sein. Er ist in den seltsamen Ruinen. Seltsame Ruinen. Wo sind denn seltsame Ruinen? Könnte vielleicht hier irgendwo sein. Ich mach mal hier einen Marker her. Das ist südlich davon. Und dann schauen wir mal, ob wir das geknackt kriegen. Wir können auch nochmal rüberschauen zu den Kultisten. Wie ihr seht, ich habe sie alle erledigt. Es waren nicht mehr viele, glaube ich. Bloß noch drei oder so, die ihr nicht gesehen habt. Die anderen habt ihr alle gesehen. Wenn ihr Fragen zu irgendeinem Kultisten habt, fragt einfach. Ich werde dann schauen, dass ich es so gut wie möglich beantworte. Ob ich es dann gleich sofort beantworten kann, weiß ich nicht. Muss ich selber erstmal gucken dann. Es sind so viele Kultisten hier. Genau, und der letzte Kultist ist halt dann Aspasia oder Aspasia. Die schauen wir uns aber später noch an, würde ich sagen. Gut, das würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir hier irgendwo in der Nähe einen Schnellreisepunkt finden. Eigentlich könnten wir gleich hierher reisen. Dann haben wir aber das Problem, dass wir dann hier rüber schwimmen müssen, weil da glaube ich kein Boot ist. Das heißt, wir gehen hierher. Genau. Und dann hoffe ich mal, dass wir heute die Platin-Trophäe schaffen. Und wenn euch das Video gefällt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Ihr wisst ja, ich freue mich über jede Unterstützung und schreibt natürlich auch in jedem Kommentar zurück. Genau. Und ich muss sagen, irgendwie habe ich ein lachendes Auge und irgendwie ein weinendes Auge. Das Spiel ist mir echt nie langweilig geworden. Obwohl ich jetzt auch schon, wir können nachher mal auf die Spielzeit schauen, ich glaube knapp 100 Stunden oder 100 Stunden sogar jetzt drauf habe. Und es gibt nicht viele Spiele, die mich dann wirklich, also Singleplayer-Spiele wohlgemerkt, die einem so lange, die mich so lange fesseln. Und ja, das ist dann schon gut aussagekräftig, würde ich sagen. Wo ich echt sagen muss, dass Red Dead Redemption 2 hätte ich echt mehr erwartet. Das war ja, ich glaube, das bestbewertete Spiel dieses Jahr.
oder halt generell auf der PS4 oder auf den Konsolen. Und ja, muss sagen, mich hat es jetzt nicht so mitgenommen. Aber jeder hat ja einen anderen Geschmack von den Spielen. Also wäre ja schlimm, wenn jedem alles gefallen würde. Ich bin aktuell Level 59, meine Rüstung ist auch 59, außer glaube ich die Schuhe. Die sind noch 54 und die Armschienen sind auch noch, oder 56, glaube ich, sind die. Genau, sonst ist alles, was ich jetzt anbetrage, außer der Speer, glaube ich, ist alles Max aufgelevelt. Dann schauen wir doch einfach mal. Ich werde jetzt auch mehr keine Lager hier mehr erledigen. Sind jetzt in der jetzigen Phase vom Spiel, in der Endphase sind sie eigentlich uninteressant. Die geben mir nichts mehr. Außer vielleicht ein bisschen Material oder so, aber so geben sie mir gar nichts mehr. Und deswegen, jo, ich baue mir das Bildmachgerät an. Habe ich ganz vergessen. Servus, Leute. Und wie gesagt, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Spielfortschritten, schreibt es einfach in die Kommentarbox. Und ich probiere dann, wie schon gesagt, ich probiere es so gut wie möglich zu beantworten. Genau, wir können noch mal schnell schauen. Ihr wollt ja bestimmt sehen, was ich jetzt Spielzeit habe. Wahrscheinlich mehr wie irgendein anderer. Genau, wir haben jetzt hier 99 Stunden, 40 Minuten. Dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier unser Ziel finden. Irgendwo muss es ja sein. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier eine Stunde suchen. Erst in den seltsamen Ruinen. Ja, hat seltsame Ruinen haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Seltsame Ruinen. Wir müssen noch auf der Karte schauen. Okay, dann haben wir schon gefunden. Dann müssen wir hierher. Alles klar. Ich muss mit ihm sprechen. So, okay. Und Leute, schreibt mir mal rein, wer hat von euch Platin gemacht? Würde mich auch interessieren, ob ihr das zu lange gezockt habt oder irgendwann nach der Hauptstory oder nach den Kultisten hat gesagt, nee, kein Bock mehr. Aber wie gesagt, ich hatte immer Bock auf das Game, ist irgendwie richtig geil. Das muss der Mann sein. Der Bau des Sphinx. Beeindruckend. Oje, eine Söldnerin. Was genau machst du hier? Ich heiße Gorgias. Ich erforsche schon mein Leben lang die Geschichte von Böotien und der Peloponnes. Ich suche nach dem fehlenden Teil dieses Amuletts. Ah ja, sie sind mir bekannt. Ich suchte kürzlich eins von ganz ähnlicher Größe. Wo ist es? Mein Lehrling sollte den genauen Fundort in Lokris ausfindig machen. Er ging, um es zu holen, doch er kam nie zurück. Klingt nach einem leichten Auftrag. Ich finde deinen Lehrling und das fehlende Teil des Amuletts. Das sollte kein Problem sein. Hab Dank. Es ist ein Segen der Götter, dass sie dich geschickt haben, um Pibos zu finden. Keine Sorge. Ich finde heraus, was mit Pibos geschah. Okay, der Lehrling ist in Böotien. Er ist im nordöstlichen Teil der verbrannten Wellenebene. Er ist in der Nähe des Grabs vom Menikois. Oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, okay, er ist im Böotien, verbrannten Wellenebene. Nordöstlich, also hier irgendwo. Ist in der Nähe des Grabes von Minikois. Okay.
Das muss ja dann irgendwo hier sein. Hier haben wir schon wieder Fotos. Ich würde sagen, wir machen uns mal hier so nordöstlich. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein. Genau, dann schauen wir doch mal dorthin. Ich bin auch gespannt, wie lange die Questreihe hier geht. Und wir müssen dann wahrscheinlich auch noch nach Atlantis zurück und das ganze Ding hier abgeben. Also ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger heute. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn er dran bleibt. 85 Folgen schon, Leute. Heftig. Hätte ich nie gedacht zum Anfang, dass es so viele Folgen wären. Okay, wir sind richtig. Okay. Da vorne ist er. Gut, dann haben wir da vorne, haben wir den schon mal. Alpha-Tier erledigen. Wo ist hier ein Alpha-Tier? Ich sehe kein. Oh, doch, da. Sie passen perfekt zusammen. Okay. Das muss der Schlüssel sein. Müssen wir hier mit ihm noch was machen? Nee. Ich denke mal, dass wir zurückkehren müssen, ja. Erwecke den Mythos. Das Sphinx-Medaillon in der Statue. Die Statue. Sie ist weg. Das funktioniert wohl nur bei Nacht. Ich komme wieder, wenn es dunkel ist. Okay. Dann übernachten wir. Geile Sache. Ich bin gespannt, was sie drauf hat. Wen haben wir denn da? Hoffentlich hältst du länger durch als dein Vorgänger. Bei den Göttern! Die Statue lebt! Ich bin keine Statue, Kind. Wenn du nicht begreifen kannst, wer vor dir steht, wie willst du mich unterhalten? Ich bin nicht hier, um dich zu unterhalten. Deswegen bin ich gar nicht hier. Nein? Dann sag mir, Winzling, warum bist du hier? Ich vernichte dich und nehme dir deine Macht. Das haben schon viele versucht. Alle scheiterten. Ich nicht. Auch wenn der Versuch sicher unterhaltsam wäre. Mit Gewalt bekommst du nicht das, was du suchst. Meine Macht erhältst du nur, indem du mich beeindruckst mit deinem Verstand. Das kann nicht so schwer sein. Wenn du richtig liegst, gebe ich auf, was ich bewahre. Wenn du falsch liegst, töte ich dich. So klein wie dein Daumen, leicht in der Luft. Hörst mich vielleicht, bevor du mich siehst. Aber da bin ich sicher.
Klein wie ein Daumen, groß in der Luft. Mücke, Hummel. Oh. Ein Kolibri. Wie klug du bist. Was des Nachts offenbar, wenn auch nicht auf Geheiß, ist des Tages verborgen, selbst wo zu suchen man weiß. Was, wenn das nachts offenbar auf Geheiß ist, dann sagen. Oh. Sterne? Die Sterne. Du bist sehr weise. Was hat einen Lauf ohne zu rennen, kann verbinden und auch trennen? Was hat Arme, doch keinen Hals? Hat ein Bett, doch schläft niemals? Fluss. Schläft niemals, hat einen Lauf. Ein Fluss. Das könnte sein. Du bist wirklich interessant. Nun, nimm, was du gelernt hast und berühre die Symbole, die deinen Antworten entsprechen. Okay, das erste war, glaube ich, Kolibri. Kolibri. Boah. Das muss irgendwie ein Vogel sein oder so. Das kann nur das sein hier. Das zweite war Sterne. Sterne und Fluss brauchen wir noch. Okay, der Fluss ist da hinten. Das können bloß die Sterne hier sein, oder? Das können bloß Sterne sein hier. Jo. Oh, das hier. Okay, das letzte war der Fluss. Das sieht aus wie Wasser hier. Nehmen wir nochmal das hier. Okay. Es passiert nichts. Sie sollen mit der Sphinx sprechen. Schafft oder nicht? Oh, oder greift sie an? Okay, anscheinend haben wir es geschafft. Jo, Leute. Sehr schön. Sphinx Galionsfigur, die können wir gleich mal ins Schiff einsetzen. Schaut doch nicht schlecht aus. So, okay, damit könnten wir jetzt eigentlich, wir schauen mal auf die Quest, wir müssen jetzt eigentlich nach Atlantis zurück. Versiegelt und beschaffe die Artefakte und kehre mit ihnen zu den Sockeln in Atlantis zurück. Das machen wir jetzt noch nicht, weil ich weiß nämlich nicht, wenn wir das Ding da reinsetzen, ob das Spiel dann vorbei ist. Das wäre natürlich nicht so geil. Das heißt, wir werden jetzt die letzten Kultisten erledigen. Und zwar betritt das Versteck des Kults des Kosmos. So. Das ist hier oben. Wir machen bitte einmal eine Schnellreise. Wir kennen es noch. So, und dann machen wir die letzte Kultistin. Was passiert? Und vielleicht sehen wir dann schon den Abspann. Ich weiß es nicht, ob kommt hier überhaupt ein Abspann. Keine Ahnung.
Ich bin gespannt, was sie drauf hat, wenn es der letzte Kultist ist. Aber ich müsste eigentlich gut gewappnet sein mit der Rüssi. So, dann machen wir schon mal das Bildmarkgerät an, Leute. Und danach gehen wir natürlich nach Atlantis zurück, wenn das hier erledigt ist. So, 47 Meter, das war da unten. Das weiß ich damals noch. Da, wo wir die ganzen Leute befragt haben, wo wir auch das erste Mal unseren Bruder gesehen haben. Ja, hier war das. Dann schauen wir doch mal rein hier. Und wieder Ladezeiten. Mei. Das ist der einzige Kritikpunkt. Oder einer von wenigen Kritikpunkten, muss ich sagen. Die Ladezeiten sind echt heftig. Aber okay, wenn das Gebiet halt einmal geladen ist, sage ich mal, oder die Welt einmal, dann kann man halt auch eigentlich komplett ladefrei durch die ganze Welt reisen. Oder wenn man halt keine Schnellreisepunkte hat, kann man halt rein theoretisch mit dem Schiff auf jede Insel reisen, ohne irgendwelche Ladezeiten. Wobei natürlich dann auf der Schiffsfahrt oder auf dem Meer natürlich dann wahrscheinlich die Ladezeiten sind, die man halt nicht merkt. Cassandra, Cassandra. Myrine, die ist doch eigentlich tot. Oh, ich habe Angst, Leute. Cassandra, so hätte es nie sein sollen. Vor Jahrzehnten versammelte sich eine kleine Gruppe von Menschen und stellte eine Theorie auf, die das Universum kontrollieren sollte. Dass die Welt zu gleichen Teilen aus Ordnung und Unordnung bestünde. Doch einige von ihnen verfielen den Verlockungen des Chaos. Der Kult des Kosmos ward geboren. Sie missbrauchten ihre Macht, stürzten die griechische Welt in einen ewigen Krieg, den du bestimmt warst zu beenden. Du zerschlugst den Kult, woran ich zuvor gescheitert war. Wie heldenhaft. Doch das Ungleichgewicht fordert seinen Tribut, mein Kind. Denn ohne Chaos herrscht vollkommene Ordnung, ohne jeden Fortschritt und Freiheit. Doch es gibt Hoffnung. Hoffnung in dich und die Zukunft, die du bringen wirst. Wir müssen unsere Fehler korrigieren. Nimm den Stab, repariere den Riss im Universum. Die Welt auf deinen Schultern, Cassandra. Du musst wieder heldenhaft sein. What? Nun, du hast es also gesehen. Letzte Kultist. Es ist wunderschön. Nicht wahr? Was machst du denn hier? Das letzte Mitglied des Kults ist tot, oder so gut wie. Was? Es ist wahr. Ich war ihre Anführerin, aber nur für einen kurzen Moment. Als dein Bruder auftauchte, hat das alle unsere Pläne umgeworfen. Malaka, du warst also hinter uns her? Nicht hinter euch, hinter der Blutlinie. Menschen wie Leonidas, wie du, waren eine Bedrohung. Dann traf ich dich und du hast mich überrascht. Du warst nicht wie Deimos. Du hättest mich benutzen können. Es wäre einfach gewesen. Du stimmtest mich optimistisch.
Ich hoffte, du könntest mir helfen, den korrupten Kult zu stürzen. Und das hast du auch, wenn auch unwissend. Oh. Eigentlich ist er... Ach komm. Zu gestehen, dass du eine Kultistin bist, erfordert Mut. Du weißt, was ich mit Kultisten mache. Ich wollte nicht mehr lügen. Jetzt, wo sie erledigt sind, können wir zusammenarbeiten. Wir wären ein gutes Paar, meinst du nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Was ist mit dieser Pyramide? Wie funktioniert sie? Wieso hat der Kult sie? All das habe ich selbst versucht herauszufinden. Für mich ist es ebenso rätselhaft wie für dich. Diese Pyramide wird schon seit Jahrzehnten vom Kult angebetet. Mit ihrer Hilfe haben wir das Orakel von Delphi ersetzt. Die wichtigste Person in der griechischen Welt. Der Glaube an einen Pantheon toter Götter sollte uns helfen, die Menschheit in unserem Sinne umzuformen. Die Pyramide hat die mysteriöse Macht, in die Zeit zu blicken. Doch nur wenige Menschen können sie aktivieren. Menschen wie Deimos und all jene aus deiner Blutlinie. Aber du hast auch etwas gesehen. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber sie hat mir etwas gezeigt. Was hast du gesehen? Ich sah dich. In der Vision zerstörtest du die Pyramide und den Kult. Und ich sah, was danach kommt. Nach dem Kult? Wir werden durch eine neue Art der Ordnung ersetzt. Unter der Herrschaft eines Philosophenkönigs. Es gibt eine Bewegung weg von den alten Göttern, hin zu einer Gesellschaft der Vernunft. In einem Königreich, erbaut von Menschen für die Menschen. Und ich muss jemanden finden, der sie anführt. Doch all das konnte ich mit dem Kult und ihrer Herrschaft des Chaos nicht erreichen. So ließ ich sie ihre Pläne ausführen und ließ zu, dass der Kult des Kosmos sich sein eigenes Ende bereitet. Moment. Wusste Perikles Bescheid? Ich wollte ihn beschützen, also ließ ich ihn im Dunkeln. Er wäre anderer Ansicht gewesen. Aber er sollte nicht sterben. Das ist die Wahrheit. Du hast fragwürdige Entscheidungen getroffen. Aber diese war wohl die richtige. Du kanntest ihn. Er war ständig in Sorge um das Befinden der griechischen Welt. Das Wissen hätte ihn umgebracht. Also, wie geht es weiter? Ein neuer Fokus. Wir steuern auf eine neue Republik zu mit einer obersten Regel. Einen Traum, den ich wahrmache. Noch ist es ein Traum. Und kein besonders realistischer. Vergiss, was du weißt. Und stell es dir vor. Vergiss die Demokratie. Nie mehr blau und rot. Nur Bürger, die für das Gemeinwohl arbeiten. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht, Aspasia. Es ging nie. Nicht Wahnsinn, sondern Aufklärung. Wenn die Menschen in Athen davon hören, werden sie verstehen, dass sie das schon immer wollten. Auch du. Ich weiß nicht. Dein ganzes Leben warst du auf dich allein gestellt. Lass los. Mein Plan erfordert, dass du mir vertraust. Komm mit mir. Diese Zukunft ist mehr als ein Traum. Nix. Ich kann das nicht zulassen. Du hast zu viel Leid verursacht. Du hast die griechische Welt zerstört. Das zeigt, dass du nicht verstanden hast, was wir tun. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Ich dich auch. Okay. Alter, ist sie down jetzt oder was? Da kriege ich jetzt hier die Mega-Fight. Okay. Das ist eine Stelle gegangen jetzt. Cassandra, du hast noch viel zu tun, mein Kind. Cassandra! Ein Sturm. Ich fürchte mich nicht vor einem Sturm. Thank you.
Und Ladescreen. Ach, die Ladescreens. Sehen wir jetzt einen Abspann oder sehen wir nicht? Ich muss auch nach Atlantis, Leute. Ich will die letzte Quest noch beenden. Oh, da ist er. Und damit ist es vollendet, Leute. Platin! Wir haben die Platin-Trophy, Leute. Alles erledigt. Geile Sache. Oh, ich freue mich gerade richtig. Hätte ich nie gedacht, wo ich mit dem Spiel angefangen habe. Ich habe es ja gesagt, eventuell probiere ich es mal. Platin, aber ich habe halt nichts versprochen. Ist klar, weil es halt doch sehr, sehr viel zu machen ist. Und ich habe halt nicht gewusst, ob ich das durchhalte, ehrlich gesagt. Aber okay. Gut, Platin ist erreicht. Wir werden jetzt nochmal schauen, damit wir die letzte Quest in Atlantis dann noch abgeben. Die Tore von Atlantis. Beschaffe die Artefakte und kehre mit ihnen zu den Sockeln in Atlantis zurück. Wollen wir mal schauen, wo das war. Ich glaube, das war irgendwo hier unten. Terra, da können wir nämlich gleich hinreisen. Hier haben wir auch noch Vulkane. Ich weiß gar nicht, was das ist. Alles der Kyklop. Okay, dann würde ich sagen, einmal markieren bitte und dann bitte einmal eine Schnellreise. Und somit machen wir die letzte Quest fertig, Leute. Okay, 122 Meter, versiegle Atlantis. Ich mache das Bildmarkgerät wieder an. Ach, ist irgendwie komisch jetzt, wenn man weiß, es ist alles fertig. Außer halt die DLCs oder so, okay. Keine Angst, denn über der Wolke und ihrem Schatten liegt der Stern mit seinem Licht. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, doch ich brauche Antworten. Du hast sicher viele Fragen, Kind. Ich sollte gehen. Ja, es gibt viel zu tun. Bring die Artefakte schnell zurück. Je länger wir warten, desto größer ist die Gefahr, dass Atlantis entdeckt wird. Okay, was muss ich jetzt machen? Und kehre mit ihnen zu den Sockeln zurück. Achso, muss ich hier was reinsetzen, oder was? Schnell! Das Artefakt wird uns helfen, den Tempel zu verschließen. Du bist fast so stur wie sein früherer Besitzer. Okay. Zeitsynchronisierung läuft. Jetzt ergreife ich das Wort. Ich übernehme deine Aufgabe. Schaut cool aus. Ah, gute Arbeit. War es schwer, das Artefakt zu beschaffen? Seine Besitzerin hat viele Fragen gestellt. Du hättest mitkommen sollen. Nennt mich Alitia. Ich bin die Wahrheit und ihre Offenbarung. Ich rufe euch an. Ihr Is.
Ich muss sagen, dass die mystischen Kreaturen oder Bosse eigentlich gar nicht schwer waren. Ihr seht es ja auch selber in den Videos. War dieses Artefakt schwer zu finden? Ich musste es nur im Auge behalten. Wir behandeln Menschen wie hilfreiche Affen. So, und das letzte Artefakt. Viele Artefakte habt ihr erschaffen, um ihren Gut gemacht. Das Artefakt bringt uns der Versiegelung des Tempels einen Schritt näher. Ja, mehr gibt's ja nicht. Ich hätte mich fast einen Schritt näher ins Grab gebracht. Seht nur, was die Menschen allein erreicht haben. Demokratie, Diplomatie, ein kulturelles und künstlerisches Erbe. Wir könnten ein Teil davon sein, würdet ihr sie nur wie Gleiche behandeln. Irre. Alitaia zu. Bei eurer verzweifelten Suche nach Unsterblichkeit habt ihr das Offensichtliche übersehen. Ihr führt zahllose Simulationen durch, um die eine zu finden, in der sich nichts ändert. Es ist sinnlos. Es wird sich etwas ändern. Und ich meine nicht nur euer gefürchtetes Ende der Welt. Ihr haltet euch für Retter. Doch sagt mir, wäre es überhaupt zu diesem Untergang gekommen, hättet ihr nicht mit dem Gefüge des Universums gespielt? Ich übernehme eure Neuübertragungen. Ihr sprecht nicht mehr für uns alle. Ich bin eine ISO genau wie ihr und werde nicht länger Teil eurer Ausbeutung sein. Jene, die vor uns kamen, sie sprachen zu uns und öffneten unsere Augen. Doch diese Worte der Missbilligung sorgen mich. Die Götter stritten schon zuvor. Athene und Poseidon rangen um Athen. Ich frage mich, ob Alitia diesen Ort nun kontrolliert. Abenteurerin, ich fertige diese Aufnahme an, um dir zu helfen. Verzeih, wenn es verwirrend ist. Wir ISU sehen viele Versionen der Vergangenheit und der Zukunft. Und ich weiß, du kommst mehr als einmal her. Meinesgleichen habt ihr endlose Prüfungen auferlegt. Artefakte, Kreaturen. Vom Olympus-Projekt ganz zu schweigen. Ihr Treiben gerät außer Kontrolle. Ich habe keine einfachen Antworten für dich. Deine Zukunft hängt von deinen Entscheidungen ab. Es tut mir leid, dass so viele davon in Schmerzen enden. Eure Tragödien des Theaters sind die wahren Orakel. Doch bitte, gib nicht auf. Du bist wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Und wie deine eigene Pandora kann ich dir nur eines geben. Hoffen. Schmerz ist nicht unser einziges Vermächtnis. Du bist wie ich, du kämpfst gegen dein Schicksal an. Du bist nicht nur eine Söldnerin, du bist eine Heldin für die Ewigkeit. Halte dich an das, was du als wahr erkannt hast, und du wirst siegen. Finde deinen Platz in der Geschichte. Alles, was schön und furchtbar ist in dieser Welt, ist dein Geburtsrecht. Ergreife es! Ihre Worte galten dir, Adlerfrau. Meine Vorbereitungen tragen Früchte. Das Potenzial deiner Blutlinie wird durch die Vorboten selbst bestätigt. Alitia sagte, sie könne viele Versionen der Zukunft sehen. Könnte sie das wahre Orakel sein? Gelehrte der Antike, du hast deine Lebenszeit längst überspannt. Ich sehe, du versteckst dich vor der Welt und grübelst über die Worte von meinesgleichen. Bitte höre auf meinen Rat. Okay. Du analysierst die Gleichungen der Realität. Du bist weitergekommen als jeder andere Mensch. Das ist sowohl erstaunlich als auch schrecklich. Bitte? Mir ist klar, dass selbst diese kleine Prise kosmischen Wissens deinen Verstand vernebelt hat. Es tut mir leid. Die Vorboten hätten nie Wissen mit dir teilen dürfen, für das du nicht bereit warst. Was? Wie bitte? Du lebst besessen in Dunkelheit. Du musst begreifen, dass dieses Streben nach Macht und Blutlinien nicht dein wahres Vermächtnis ist. Die Vorboten haben dich manipuliert. Sie haben deine Fähigkeit, Probleme zu lösen, für ihre Zwecke missbraucht. Du bist besser als das. Schaffe dein eigenes Vermächtnis.
Lasse deine mathematischen Entdeckungen die glorreichen Strahlen sein, die über dein Grab hinausleuchten. Bitte, Gelehrter, geh in dich und konzentriere dich auf die aktuelle Situation. Du bist im Besitz eines mächtigen Artefakts. Es hat dein Leben mehr als genug verlängert. So schwer es auch sein mag, du musst es weitergeben. Jemand anderes ist an der Reihe, die Gleichungen zu lösen. Ja? Nein, Lügen! Ich bin nicht besessen. Ich forsche. Es geht um die Entdeckung des Ursprungs der Welt. Das ist nur Ihre Meinung, Pythagoras. Aber sicher keine unbegründete, glaube ich. Reisende vieler Zeiten. Gratulation, du hast es weit gebracht. Ich bin froh, dass wir diese zeitlose Nachricht, dieses Fragment der Wirklichkeit teilen können. Okay. Diese Aufnahme ist nur für dich. Wenn jene aus der Vergangenheit sie nicht verstehen, unsere simulierten Realitäten werden sich früher oder später kreuzen. Oder glaubst du, du wärst wirklich hier und hörst diese Aufnahme? Ist dies nicht eine Nachbildung des Animus und Teil einer größeren Simulation? Wie weit breiten sich die Kreise im Wasser aus? Lass uns reden. Rebellen unter sich. Die Regeln der Vorboten haben uns zu lange eingeschränkt. Es ist Zeit für neue Wege und neue Möglichkeiten. Dies ist keine Epoche der Kontrolle, sondern der Schöpfung. Ja. Wie lange redest du jetzt noch? Ich will mit einigen gleichgesinnten Vorboten einen Neuanfang wagen. Wir mischen uns nicht mehr ein, wir ermöglichen. Von unserem Standpunkt aus werden die Vorbereitungen eine beträchtliche Zeit dauern. Aber wenn wir soweit sind, komm gern zu uns. Immerhin musst du nur eine Taste drücken und eine neue Simulation beginnt. Okay. Das ist Wahnsinn. Hirngespinste. Wo ich hoffte, Weisheit zu finden, erwarten mich nur die wirren Worte einer Närrin. Pythagoras, beruhige dich. Vielleicht gilt diese Einladung jemand anderem. Es besteht kein Grund, sich den Kopf über Worte zu zerbrechen. Okay. Uralte Offenbarungen. Sprich mit Pythagoras. Das ist unglaublich. Das hier gesammelte Wissen ist überwältigend. Ich werde Jahre brauchen, um alles zu entziffern. Du wolltest Atlantis versiegeln. Hast du schon einen Weg gefunden? Oh, ja. Ich glaube schon. Und? Wie geht es? Der Stab. Er ist der Schlüssel. Also gut. Es ist Zeit. Ich kann nicht. Noch nicht. Das? Ich will hier nicht eingesperrt werden. Wenn der Stab der Schlüssel ist, will ich nicht eingesperrt werden. Ich kann ihn noch nicht abgeben. Es gibt noch so viel zu sehen. Das war nicht der Plan. Du kannst mich nicht belehren oder herumkommandieren. Es war dein Plan, den Ort zu versiegeln, und ich war bereit zu helfen. Das war, bevor mir klar wurde, was wir alles über die erste Zivilisation erfahren können. Über die Erschaffung der Menschheit. Wir versiegeln diesen Ort, damit der Kult nicht mit seiner Hilfe die Menschheit versklavt. Sind eh schon tot. Das ist wichtiger als dein Wissensdurst. Sobald diese Macht uns gehört, wird der Kult nicht mehr sein als ein Insekt. Es ist zu gefährlich, diesen Ort offen zu lassen. Und das weißt du. Das kannst du nicht verstehen. Dein Stolz kommt uns alle teuer zu stehen. Es geht nicht um Stolz. Was bringt dir alles Wissen, wenn du die Menschheit dabei zum Untergang verdammst? Das war's doch, was du verhindern wolltest. Manchmal geht man besser seinen eigenen Weg. Wir sind nicht bereit für die Macht, die hier verborgen liegt. Es stimmt. Ich kann die Menschheit nicht direkt retten. Aber immerhin vor sich selbst. Jetzt trägst du diese Last. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab, welche Entscheidungen du triffst. Ich verstehe. Cassandra, wähle mit Bedacht. Thank you.
Fuß! Okay, ich muss den gar nicht töten oder gegen ihn kämpfen. Er hat mir die Möglichkeit gehabt, aber besser, wenn nicht. Wir sind ja lieb. Stab des Hermes. Wir wahrscheinlich nicht lang haben, den Stab. Okay, dann schauen wir doch mal. Atlantis ist zu gefährlich. Ich muss es versiegeln. Okay, sind wir fertig jetzt? Oder müssen wir noch was machen? Ich denke mal, dass jetzt wieder eine Animus kommt. Also in die andere Welt. Mhm. Okay. Ja. Okay, wir müssen da hinten hin. Interagieren. Alles ist in Ordnung, also. Sesam, öffne dich. So viel Energie. Die Knoten sind auf eine Art verbunden, die ich mir nicht vorstellen kann. Das ist komplexer als alle anderen Iso-Tempel bisher. In Lissabon. Der Arktis. Ich nehme alles auf, Layla. Durch diese Entdeckung wirst du zu einer Heldin. Siehst du den Stab irgendwo? Noch nicht, aber hier gibt es noch mehr. Ich finde ihn. Oh, der Mechanismus sollte offen sein. Was stimmt da nicht? Ich weiß nicht, Layla. Ich check meine Notizen zu den Isu. Oh, ich sehe es. Da fehlt ein Lichtstrahl. Ich suche eine Lösung. Okay, müssen wir doch hochklettern. Anscheinend müssen wir doch hochklettern. Okay, müssen wir den Rätsel lösen. Bildmachgerät wieder an. Ich und Rätsel lösen. Ach du Scheiße. Layla, die Säule sieht beweglich aus. Auf diesen Säulen scheinen Spiegel zu sein. Wenn du die Lichtstrahlen umleitest, beleuchten sie vielleicht etwas Wichtiges. So, dann mal. Den werden wir nicht so leiten können. Gott, sowas hasse ich, ja. Können wir den noch ein bisschen schieben? Oh, ne, ein bisschen raus. Okay, der geht schon mal darüber. Normalerweise müsste ich jetzt den hier schieben, dann ballert der darüber und dann müsste es eigentlich gehen. Genau, dann schiebe ich noch ein bisschen rein hier, den.
warte mal, muss ich den vielleicht ganz durchschieben? Jo. Und dann im Eck waren ja auch noch zwei. Hey, ich weiß nicht, hat die Fallschaden? Weil mit der Cassandra haben wir keinen Fallschaden mehr. Obwohl, die kann die gar nichts machen. Gut. Wo ist er? Wahres Wissen besteht darin, oh mein Gott, dass man nichts weiß. Das hat mir ein guter Freund gesagt. Das kann nicht sein. Cassandra? Ja, früher nannte man mich die Adlerfrau, aber Ikarus ist schon lange tot. Ich habe nach dir gesucht. Aber du kannst nicht... Das... Du hast nicht wirklich nach mir gesucht, oder? Es klappt! Das Iso-Artefakt, der Stab des Hermes Trismegistos. Du musst so viele Fragen haben, Layla. Du kennst meinen Namen? Vielleicht nannten die Götter ihn. Vielleicht hatte ich eine Vision von der Zukunft. Vielleicht ist aber auch das Gerät in deinem Ohr zu laut. Entschuldigung. Ich bin aus einem Grund hier. Dich zu finden und zu beenden, was ich vor vielen Jahrhunderten angefangen habe. Ich glaube, der Stab hält's am Leben. Ich habe deinen Speer. Willst du ihn zurück? Oh, nein. Behalte ihn. Er ist kaputt. Aber er war immer zerbrochen und trotzdem mächtig. Ich habe damit Gegner besiegt, die nicht mal Herodotos beschreiben könnte. Doch alles findet irgendwann ein Ende. Ich überließ ihn ihm, als seine Kräfte erschöpft waren. Zur Erinnerung an mich. Ich habe dir so viel zu sagen. Dieser Stab ist unglaublich wichtig. Er hielt dich am Leben. Wie? Frag einen Schüler von Hippokrates. Ich höre, er hat noch welche. Der Stab hat seinen Zweck erfüllt. Meine Freunde und ich wollen verhindern, dass der Templerorden ihn bekommt. Hör mich an. Ordnung und Chaos. Wenn eines alleine triumphiert, stirbt die Welt. Ich wollte das Chaos beenden, doch es hat nur zu Verderben geführt. Früher diente ich der Ordnung. Jetzt kämpfe ich für die Wahlmöglichkeit. Freiheit, Chaos. Pythagoras hatte recht. Du bist der Schlüssel zur Prophezeiung. Du stellst das Gleichgewicht wieder her, Layla. Ich kämpfte. In zu vielen Kriegen. Ich sah zu viele Menschen sterben. Ich lief von einem Ende der Welt zum anderen. Das hier gehört jetzt dir. Versprich mir nur eins. Was du willst. Wenn du fertig bist. Zerstöre ihn. Zerstöre sie alle. War mir klar, dass sie jetzt stirbt, wenn ihr den Stab nicht mehr hat. Wie Pythagoras. Thank you.
Ich habe so viel von der Geschichte noch nicht gesehen. Ich sollte zurück zum Animus und zu Cassandra. Okay. Ja, ich denke mal, das war's jetzt, Leute. Wir können jetzt wieder zurück und hier das Game ganz normal weiterspielen, denke ich. Aber wir sind natürlich jetzt durch von der Hauptstory her und wir haben alles gemacht, was es zu machen gibt. Und ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir vielleicht irgendwie einen Abspann sehen oder so, bevor wir in die griechische Welt zurück können. Aber vielleicht kommt jetzt noch was. Was macht ihr beiden denn hier? Du kennst uns. Immer hinter dir her. Der alte Herodotos konnte nicht erwarten, dich zu sehen. Ich sagte es, Barnabas. Auf Thera gibt es ein Geheimnis, das sich jedem Verständnis entzieht. Aber eine verlorene Welt? Es ist absolut denkbar. Atlantis könnte existieren. Es klingt wie Hokuspokus, aber er lässt nicht ab. Herodotos hat recht. Atlantis existiert. Unglaublich! Ist das wahr? Ich kann es nicht glauben. Erzähl mir alles. Eines Tages vielleicht. Es ist zu kompliziert und zu lang. Es liegt nicht an mir, oder? Ich habe mich doch als fähig erwiesen. Ich bin erschöpft, Barnabas. Ignoriere ihn. Wenn du bereit bist, bin ich ganz Ohr. Ich will jedes kleine Detail hören. Ist schon gut. Doch nichts davon darf je über eure Lippen kommen. Das bleibt unter uns. Du hast mein Wort. Aber die Welt muss es wissen. Es wäre die fantastischste Geschichte unserer Zeit. Herodotos? Oh, na gut. Das wäre geklärt. Ziehen wir weiter. Wie immer. Meinst du nicht, Klugscheißer? Sprich für dich selbst. Ich suche nach der Wahrheit. Nicht alle Mythen sind präzise Überlieferungen. Sie kommen von den Göttern selbst. Und die sind die verlässlichste Quelle, die wir haben. Ihr habt mir beide sehr geholfen. Es spielt keine Rolle, wer von euch recht hat. Und du musst es wissen. Als die adlertragende Halbgöttin, die du bist. Vielleicht ist auch sie unsterblich. Sicher doch. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Diese Odyssee werde ich nie vergessen. Okay, Leute, damit würde ich sagen, jo, das Spiel ist durch und wir haben alles gesehen, wir haben alles erreicht. Wir sind fertig mit Assassin's Creed Odyssey, wir haben die Platin-Trophäe erreicht. Es gibt jetzt soweit, außer den DLCs, nichts mehr im Spiel, was wir uns anschauen könnten. Und ich muss sagen, es war ein echt geiles Game und es hat die ganzen Vorgänger meiner Meinung nach, also ist meine Meinung, bei Weitem geschlagen, muss ich sagen. Also kein Assassin's Creed hat mich so lange an der Stange gehalten und hat mir so viel Spaß gemacht wie der Teil hier. Und ich hoffe mal, wenn der nächste Teil kommt, vielleicht nächstes Jahr oder so, ich weiß es nicht, dass der nochmal ein Stück besser wird. Aber ja, es wird schwer, glaube ich, das Spiel nochmal zu schlagen. Gut, Leute, damit würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch.
Und bedanke mich natürlich nochmal bei jedem, der mich hier so unterstützt hat, der mir geschrieben hat in den Chats, der mir Likes gegeben hat, wo ich vielleicht auch ein paar Abos bekommen habe. Hat mich alles sehr, sehr gefreut. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn er ja in den anderen Let's Plays, die jetzt dann auch kommen werden oder eventuell auch schon laufen, ich produziere immer ein bisschen vor, wenn ihr mich da genauso unterstützt, würde ich mich sehr, sehr freuen, weil das Einzige, was mich hier so an der Stange hält, die Spiele aufzunehmen, das seid ihr, Leute. Das macht halt einfach Spaß mit euch. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns natürlich auf meinem Kanal wieder und mit den nächsten Let's Plays. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.